Recht herzlich willkommen zur 63. Folge von Simotrans. Ja, hier ist der Stau. Falsch geklickt. Ich wollte eigentlich nur die Falltasten benutzen, ging nicht. Da musste ich einmal in die Karte klicken, damit das Fenster aktiv wird. Ja, er ist jetzt hier derjenige, der uns das Problem macht. Ich weiß aber nicht, wie weit die anderen dann noch dahin fahren, wenn der wegfährt. Wahrscheinlich fahren die auch nirgendwo hin, ne? Irgendwas ist da wieder auch schlimm. Ne, zwei LKW stehen hier drinnen und zwei sind da und keiner fährt irgendwo hin. Und der steht jetzt wahrscheinlich genauso da und fährt auch nirgendwo hin. Ja, und der fährt sogar weiter. Der fährt in den ersten Halt rein. Warum das dann mit so einem passiert, ich weiß es dann auch wieder nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen schade drum. Ne? Ich kann ja verstehen, wenn alles voll ist, dass da einer wartet. Ne? Aber sorry, kann nicht sein, dass... ne? Einer wartet, damit eine Bucht leer wird, ey. Dafür haben wir das Ausfahrsignal da vorne stehen eigentlich. So, jetzt ist drei Buchten sind jetzt voll mit LKWs. Ah, jetzt fährt sogar einer, weil der produziert wird, ne? Ist klar. Der müsste ja jetzt Bier geladen haben, ne? Ja, hat er auch. So, jetzt steht hier einer und wir haben wieder eine Bucht frei. Und keiner weiß, warum er jetzt unbedingt in diese oder in diese muss, ne? Das ist unerklärlich, sowas. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass das noch wieder klappt, weil der da gerade aufladen konnte. Aber das ist dann schon schwierig, ne? Sieht auch toll aus, wie die hier durcheinander fahren. Naja. Schauen wir mal. Oh, da ist noch eine Dingens gekommen. Eine bewohnbare Fläche, das heißt, hier kann man den Bus noch ausbauen. Radolf Zell könnte dann einen weiteren Bahnhof, ach warte mal, 1, 2, super, passt, ne, muss dahin. Das heißt, wir müssen erst das machen. Genau, und dann können wir dann eine Straße bauen und dann eine Bushaltestelle einsetzen, ne. Zuck, passt, abgedeckt und dann müssen wir noch eine Radolfzell-Linie umbauen, ne? SB Radolfzell brauchen wir. Linie ändern. Lilienthalstraße ist da. Ja, ist einfach anfügen, ne? Und dann wieder zur Lilienthal, oder? Und danach fährt er dann zur Wilhelm-McKinley-Straße. Keine Ahnung, wo die ist. Ah, hier unten. Puh. Naja, lassen wir es so erstmal. Wird schon klappen. Gut. Ist er das hier? Ich glaube ja, ne? 7 Passagiere. Hier in Talstraße wollen schon zwei Stück hin. Guck mal an. Gut. Dann wächst die Stadt ja im Prinzip auch hier, ne? Das ist ja schon mal was Gutes. Okay, wie sieht's denn da oben aus jetzt? Ja, das ist jetzt ein bisschen im Laufen, ne? Jetzt holen wir mal die andere Sache noch rein. Da war ja noch hier unten auch noch das Problem, ne? Und wo stehen die denn jetzt hier an? Geht gar nicht, ne? Wer ist das? Wo will der hin? Zur Brauerei bringt er das Getreide. Okay, die sind jetzt von da hinten aus dem Stau wieder zurückgekommen. Und ich muss jetzt gucken, was es mit ihm hier ist. Er ist zur Mühle. Das bedeutet, diesen Pfad müssen wir einmal ändern. Linie ändern. Und zwar muss er hier da rein. Der Getreidehof muss gelöscht werden. Radolf Zell, Klosterbrauerei, da nicht, sondern hier muss 100% geladen werden. Ne? Passt wieder. Gut. Okay.
Ja, jetzt sind wir den Bahnhof ausgewählt im Endeffekt, ne? Lassen wir fahren, den Trecker. Ja, das lassen wir auf. Der muss auch wieder wegfahren und fertig. Der Bus steht nämlich jetzt hier im Stau, ne? Wunderbar. Warte, den können wir aber auch auswählen. Wir haben den Fahrplan damals, glaube ich, nicht geändert. Ja, der fährt noch zur alten Haltestelle. Und das ist alter Getreidehof. Alter Getreidehof, Norddeutsche Mühle, Süddeutscher alter Getreidehof. Das ist der, ne? Einfügen. Dieses Feld. Und dieses Feld. Ne. Das Feld löschen wir raus. Gut, dann können wir das abreißen. Er fährt natürlich jetzt auch gerade woanders hin. Na, dann lassen wir woanders hinfahren, ist auch nicht schlimm. So, und damit können wir das alles abreißen. Den wollten wir haben. So, und dann können wir da die Straße neu bauen. So. So. Weißt du jetzt nicht, warum die mit Male beladen werden? Und ach so, das wird wahrscheinlich jetzt so sein. Jetzt geht das nicht mehr. Ne, mach mal Escape, das wollen wir nicht. Also der geht auch noch hier. Jetzt wird der nicht mehr ausgewählt. Ne, lass uns mal lieber den nehmen hier. Warte, wo ist er? Den. Geht jetzt noch nicht. Ist ein Stau entstanden gerade. Ja. Jetzt fahrt mal schön alle weiter, ne? Ja, die brauchen ewig. Geladen haben sie alle. So ein Unimog. Der braucht seine Zeit dafür, ne? Ist aber sehr geländegängig. Komm schon jetzt, fahrt mal. Wir können natürlich auch mal gerade hier. So, jetzt haben wir den schon mal weg. Und den noch nicht. Boing. Geht noch nicht. Jetzt aber. Die Karre frei ist, dann müsste der fahren. Oh, komm schon, jetzt darf noch der andere eher fahren, oder was? Das gibt's doch gar nicht, ne? Naja, jetzt ist er. So, jetzt habe ich das passend gebaut. So. Das ist eine Einbahnstraße fürs Rausfahren, oder? Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ach so, da oben sind noch lauter Trecker und Unimogs, die da noch weg können, ne? Dann müssen wir die nochmal. Ach so, das war das. Der auch umdrehen. Lass die alle wegfahren. Der auch weg. Das ist der Verkehrte. War klar, dass das so läuft, ne? Aber die werden jetzt auch gerade geladen und danach fahren sie sowieso anders lang, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, der ist voll. Und fährt, die sind gleich sowieso alle weg dann. Passt. So, jetzt lass mal gerade schneller laufen, bis die ersten wiederkommen.
Gucken, woher die fahren. Halt, stopp, warum fahren die hier rein? Das ist eine Einbahnstraße, oder? Ganz einfach. Ihr fahrt da nie wieder rein. Das ist dann natürlich einer. Und tschüss. So, das war's. Ich weiß nicht, wo das Einbahnstraßenschild jetzt steht. Da stand's. Jetzt steht's nicht mehr und ich glaube, die können hier rausfahren, oder? So, jetzt setze ich das Einbahnstraßenschild nochmal neu. Und zwar auf diese Kachel, weil dann sehe ich auch, wie es passt. Und hier muss das Straßenschild eigentlich dann. So rumstehen, ne? Sieht toll aus, wie das da gerade steht, ne? Jo, der fährt jetzt da, doch lang, okay. Gut. Lassen wir alle kommen. Ja, packen auch ein und fahren wieder weg. Ja, sieht eigentlich gut aus, ne? Läuft. Rückstau beim Rausfahren, aber auch halb so wild. Stopp mal, da oben sind noch zwei gerade hingefahren. Wer ist das? Töbelnmühle Betriebshof. Das ist der, da fügen wir ein, und zwar den und der muss dann rausgelöscht werden. Und der muss auf 100%. Passt. Und der zweite, der hier steht, was ist mit dem? Der hat auch noch den Halt. So. Löschen wir den raus und der kriegt 100%, ne? Ja, läuft erstmal. Will ich hoffen. So, die kommen alle. Ja, hier sieht so aus, als ob es funktioniert erstmal. Wird ja auch gerade geliefert, ne? So, und jetzt gucken wir hier den Stau an. Ne, da sind wir verkehrt. Ja, ist auch keiner, läuft wohl. Hat wohl funktioniert, ne? Gut, dann gehen wir in die Karte rein und schauen uns mal die Orte an. Sieht gut aus. Städtchen wächst und gedeiht. Da unten wächst sowieso nichts. Floto hat noch nicht irgendwo eine Vergrößerung. Waldeck passt auch. Sonderhausen. Alles abgedeckt. Lauter. Passt. Döbeln. Ist abgedeckt. Adolfzell mal geguckt, Adenau. Da oben wächst was, aber noch im Rahmen. Das hatten wir, dann haben wir noch Hadexen hier. Da haben wir da gebaut letztens, das ist aber auch noch gut. Und dann haben wir noch Altenau. Altenau ist noch abgedeckt. Gut, okay, dann passt das erstmal, würde ich sagen. Ja, und nächstes Mal gucken wir wieder rein, würde ich sagen. Weiß noch nicht, was wir dann machen. Getreidehof und so läuft, müssen wir mal schauen. Gucken wir, welche die meisten Miesen machen, welche Bahnen oder so, und dann gehen wir da dran. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.